Hallo und herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Manuel und im heutigen Video fangen wir einmal ganz vorne an. Wir beschäftigen uns damit, wie unsere Smartphones eigentlich funktionieren, worauf wir bei der ersten Bedienung achten sollten und wie wir es überhaupt bedienen und wie wir uns unsere eigene Identität auf unserem Smartphone erschaffen. Fangen wir einfach ganz am Anfang an. Jedes Smartphone läuft mit einem Betriebssystem. Das heißt, wir haben das Smartphone an sich und da drin arbeiten ganz viele Prozesse und Anwendungen, um uns eben das bestmögliche Ergebnis auf unser Bildschirm zu präsentieren. Und diese Prozesse und Anwendungen werden durch eine Sache koordiniert, das Betriebssystem. Es gibt im Grunde zwei große Betriebssysteme. Und zum einen ist das Android von Google. Dafür habe ich exemplarisch das Samsung Galaxy S8 mitgebracht. Und es gibt iOS. Das steht für iPhone Operating System und liegt es sehr nahe. In diesem Fall habe ich ein iPhone dabei. Man kann auch direkt sagen, iOS ist auf jedem iPhone installiert und es wird auch nur auf iPhones verwendet. Android hingegen wird auf verschiedenen Smartphones verwendet. Da haben wir zum einen Samsung, das ist aber auch Nokia, das ist Huawei, das ist HTC oder LG. All diese Hersteller benutzen Android von Google auf ihren Smartphones. Deswegen unterscheidet sich das auch vom Aussehen her und von der Bedienung leicht, je nachdem, welchen Hersteller man hat. Aber im Groben und Ganzen ist es eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, mit dem, was wir heute hier vormachen, mit diesen beiden Smartphones, kommt man auf jeden Fall auch auf anderen Smartphones zurecht. Auch bei Apple gibt es innerhalb der Smartphones kleine Unterschiede. Das kommt vor allem darauf an, wie neu oder wie alt mein Smartphone eben ist. Hat man eins von den neueren Top-Modellen, ist es halt die neueste Version von iOS. Und hat man eins der älteren Mobiltelefone, dann kann es sein, dass sich das auch leicht unterscheidet. Aber auch hier ist die Grundanwendung eigentlich dieselbe. Neben den beiden Betriebssystemen gibt es auch noch BlackBerry RIM und das Windows Phone. Das sind zwei Betriebssysteme, die im Moment aber nicht weiterentwickelt werden. Deswegen haben aktuell die meisten Modelle einfach entweder Android oder iOS installiert und wir beschäftigen uns in diesem Fall auch nur mit diesen beiden Modellen. Generell ist jedes Betriebssystem von Beginn an auf unseren Smartphones installiert. Wenn wir die kaufen, sind die bereits vorinstalliert und wir stellen im Grunde nur die Grundeinstellungen ein, wenn wir das Smartphone das erste Mal anschalten. Nun ist es aber so, dass von Zeit zu Zeit immer wieder Updates nötig sind. Updates sind im Grunde Aktualisierungen. Das heißt, unser Smartphone bekommt die neuesten Informationen und vielleicht auch die neuesten Anwendungen eingespielt. Es werden Fehler behoben und somit bleibt unser Smartphone immer auf dem neuesten Stand. Diese Updates sind sinnvoll und sollten auch immer dann installiert werden, wenn eben eins da ist. Generell werden Smartphones nicht auch für immer mit den Updates versorgt. Irgendwann lohnt es sich für einen Hersteller einfach nicht mehr, das alte, ganz alte Smartphone weiterhin mit Updates zu versorgen. Hat man ein aktuelles Modell oder eins aus den letzten Jahren, sollte das aber gar kein Problem darstellen. Bei iPhone ist die Aktualisierungszeit um die 5 Jahre. Das heißt, sollte mein iPhone über 5 Jahre alt sein, kann es sein, dass ich bald keine Updates mehr bekomme. Bei Samsung bzw. bei Android ist es halt vom Hersteller abhängig, also eben ob ich bei Samsung, Nokia, HTC oder LG bin. In der Regel beträgt diese Zeit aber auch um die 3 bis 5 Jahre. Habe ich nun ein älteres Modell, bedeutet das nicht, dass ich mein Handy nicht mehr benutzen kann. Im Grunde kann man es weiterhin benutzen wie vorher. Es kann nur sein, dass irgendwann bestimmte Apps nicht mehr funktionieren, weil sie eben die neuesten Updates brauchen. Für den Fall ist es dann sinnvoll, sich entweder ein neues Modell zu holen oder eben zu gucken, braucht man die Apps wirklich. Generell werden uns Updates angezeigt. Wir können das jetzt einmal bei meinem Samsung Galaxy S8 gucken. Da ist nämlich gerade tatsächlich ein Update notwendig. Wir gucken uns das Ganze an, indem wir hier auf der Seite, gibt es meistens einen Button, auf den drücken wir und gelangen auf den Sperrbildschirm. Und auf diesem Sperrbildschirm sehen wir nun schon, hier steht Software Update. Den Sperrbildschirm erreichen wir jedes Mal, wenn das Handy eben gesperrt ist. Das heißt, wenn wir einen PIN haben, unseren Fingerabdruck installiert haben oder eben einen Gesichtssensor, ist das Handy gesperrt, wenn wir hier draufdrücken und wir können es nur entsperren, damit nicht jeder da dran kann. Wir entsperren es in diesem Fall entweder, indem ich hier oben sieht man das, mein Gesicht davor halte, dann erkennt das Smartphone über die Kameras, dass mein Gesicht in diesem Fall nicht erkannt wurde und halt eben, wenn ich mein Gesicht in die Kamera halte, dass es erkannt wurde. Alternativ kann ich aber auch durch einfaches Wischen nach oben hier in meine PIN-Eingabe kommen. Da gebe ich dann meinen PIN ein und gelange nun auf den Startbildschirm. Das machen wir einmal eben. Ich halte mein Gesicht in die Kamera. Sehr gut, entsperrt. Alles klar, jetzt sind wir auf dem sogenannten Homescreen. Der Homescreen ist unser Startbildschirm. Und auf diesem Startbildschirm gelangen wir immer, egal wo wir gerade sind, durch den Button hier in der Mitte.
Wenn wir also nach links oder rechts wischen, um in neue Fenster zu gelangen, können wir hier durch den Button in der Mitte wieder auf den Startbildschirm zurückkommen. Hier haben wir unsere Apps. Was das genau ist, erklären wir im nächsten Video. Und wir suchen uns nun als allererstes die App Einstellungen. Da können wir, wir sehen es hier, das ist dieses kleine Zahnrad-Symbol, wir können hier draufdrücken und sind nun eben in den Einstellungen und haben verschiedene Möglichkeiten, unsere Einstellungen zu bearbeiten. Da würde ich jedem empfehlen, sich das einfach mal von oben bis unten anzugucken, nur um sich zu informieren, was es überhaupt so für Möglichkeiten gibt. Und hier finden wir dann irgendwann auch den Punkt Software Update. Und da sehen wir, ist schon ein kleines N dran. Das bedeutet im Grunde, dass für mich gerade ein neues Update verfügbar ist. Also Neuigkeit heißt es im Grunde. Und wenn ich hier drauf tippe, kann ich hier herunterladen und installieren. Das heißt, hier kann ich mein Update eben direkt anschmeißen. Das mache ich jetzt nicht, weil ein Update braucht in der Regel so 20 bis 30 Minuten, bis es installiert ist. Und meistens kann man das Smartphone währenddessen nicht benutzen. Und das wäre für uns natürlich jetzt ungünstig. Dementsprechend gehe ich hier durch den Pfeil, der nach links zeigt, oder hier unten durch den Pfeil, der nach links zeigt, komme ich wieder zurück. Gucken wir mal hier. Jetzt nochmal drauf gehe. Hier unten gelange ich immer wieder zurück ins vorherige Menü. Und wenn ich ganz zurückgebe, eben wieder auf meinen Homescreen. Jetzt haben wir hier unten neben dem Zurück-Button und dem Home-Button noch eine dritte Möglichkeit. Das sind diese drei senkrechten Striche. Wenn wir da drauf drücken, kommen wir in ein Menü, in dem uns alle Anwendungen angezeigt werden, die wir aktuell benutzt haben. Ich habe jetzt nur die Einstellungsanwendung offen gehabt, dementsprechend wird mir auch nur die angezeigt. In anderen Fällen würde hier links und rechts noch mehr angezeigt werden und ich könnte dazwischen wechseln. Tippe ich nun hier drauf, gelange ich wieder hinein, drücke ich auf den Home-Button, gelange ich wieder auf den Homescreen. Soweit funktioniert das Ganze für Samsung. Jetzt haben wir natürlich auch noch das iPhone und da funktioniert das Ganze ähnlich. Auch hier habe ich mein Gesicht eingespeichert, das durch die Kameras hier oben erkannt wird. Entsperre ich es jetzt mit dem kleinen Knopf hier an der Seite, komme ich wieder auf den Sperrbildschirm und hier oben sehen wir nun dieses kleine Schloss und gucke ich in die Kamera, entsperrt sich das Schloss. Jetzt können wir durch das Streichen nach oben über den Bildschirm auch hier auf unseren Homescreen gelangen. Hier ist es ähnlich wie bei Samsung, es gibt jedoch keine Symbolleiste hier unten. Die Steuerung funktioniert allein durch das Bewegen des Fingers über den Bildschirm. Wir machen das einmal vor, wir können nämlich hier auch natürlich zur Seite wischen und haben jetzt die Möglichkeit, indem wir einfach von unten nach oben wischen, wieder auf den Homescreen zu gelangen. Bei älteren Geräten vom iPhone ist es möglich, noch den Button hier unten zu benutzen. Das ist jetzt seit neueren Generationen nicht mehr der Fall. Ältere haben hier unten noch einen Knopf und da funktioniert das Ganze im Grunde wie bei unserem Samsung-Handy, dass wir draufdrücken und dann eben auf den Homescreen gelangen. So, auch hierfür ist für uns jetzt interessant, uns mit den Einstellungen zu beschäftigen. Dafür wählen wir auch hier die Einstellungs-App aus. Die sieht ähnlich aus wie die bei unserem S8. Das ist nicht ganz dieses Zahnrad, aber es geht zumindest in dieselbe Richtung. Und so sieht es auch ungefähr mit den Einstellungen meistens aus. Wir drücken also hier auf Einstellungen und können auch nun hier manuell danach suchen, ob wir ein Update haben. Hier würde ich ebenfalls jedem empfehlen, sich einmal durch die Einstellungen durchzuklicken, um zu gucken, was wir hier so alles haben. Wir sehen auch zum Unterschied zum Samsung, dass wir hier unten in der Menüleiste natürlich auch nicht die Möglichkeit haben, zurückzugehen. Wir haben also nur hier oben den kleinen Pfeil, der nach links zeigt, auf den tippen wir und gelangen dann eben wieder zurück in das jeweilige Menü. Wir gehen aber jetzt erstmal auf Allgemein und haben dann hier die Möglichkeit, Software Update auszuwählen. Tippen wir da drauf, gelangen wir hier auf den Bereich Software Update und haben hier die Möglichkeit, auf Jetzt installieren zu gehen, um unser Update zu installieren. Es ist also gerade eins verfügbar, das sehen wir auch durch die kleine 1, die uns hier angezeigt wird. Wir machen das aber jetzt auch nicht, weil es eben das Handy blockiert und wir natürlich gerade erstmal weitermachen wollen. Wir gehen also wieder zurück, wischen nach oben und sind wieder auf unserem Home-Menü. Das ist auch erstmal so die ganz grobe Anwendung, um eben zu gucken, wie installiere ich diese Updates manuell. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir am Anfang beachten sollten, ist unsere persönliche Identität auf unserem Smartphone. Zum einen haben wir die Möglichkeit, uns einfach durch einen Fingerabdruck oder einen PIN-Code oder eben unsere Gesichter auf dem Smartphone zu registrieren, um zu zeigen, nur wir können die entsperren. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, sich quasi ein Konto anzulegen. Da sind unsere Informationen dann gespeichert und das können wir auf den verschiedensten Geräten benutzen. Da gibt es auch jeweils für Android und für iOS zwei unterschiedliche. Bei Apple nennt sich das Ganze Apple ID, ID für Identifikation. Und auf den Android-Geräten gibt es das sogenannte Google-Konto. Während die Apple ID
die verschiedenen Geräte direkt miteinander vernetzt. Das heißt, wenn ich Geräte von Apple habe, kann ich mich da überall mit meiner Apple-ID anmelden und kann beispielsweise von meinem Laptop aus mein Handy suchen, wenn ich das mal verlegt habe oder es vielleicht sogar gestohlen wurde. Was Google betrifft, melden wir uns hier bei verschiedenen Diensten an. Google bietet uns zum einen die Möglichkeit, Kalender zu benutzen. Google Maps leitet uns durch die Straßen der Stadt, wenn wir uns irgendwo hin navigieren wollen. Und es gibt viele weitere Möglichkeiten, auf die wir in den nächsten Videos einmal genauer eingehen. Für den Anfang wollen wir jetzt einmal erklären, wie wir uns überhaupt ein Google-Konto erstellen, wenn wir nicht schon eins haben. Wir werden nämlich bei der ersten Installation oder bei der ersten Anwendung mit dem Smartphone, nachdem wir es gekauft haben, direkt gefragt, ob wir ein Google-Konto besitzen, können uns in dem Fall direkt eins erstellen. Alternativ haben wir auch nachträglich noch die Möglichkeit und darauf gehen wir jetzt einmal eben ein. Dazu entsperren wir wieder unser Smartphone und gehen hier auf Einstellungen. Bei Einstellungen ist noch eine wichtige Sache hier oben, diese kleine Lupe, mit der können wir uns direkt zu den verschiedenen Einstellungsebenen navigieren lassen, die wir gerade suchen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Software-Updates suche, wie wir es gerade eben hatten, kann ich hier direkt auf Software-Update gehen und bin direkt auf der Seite. Tippe ich auf Zurück, komme ich wieder in die Suchfunktion und kann hier nun nach der nächsten Einstellungsebene suchen. Für uns ist aber jetzt gerade etwas anderes interessant, und zwar wollen wir uns ja mit dem Google-Konto beschäftigen, deswegen scrollen wir runter, bis wir hier auf den Bereich Google kommen. Da tippen wir drauf und haben nun die Möglichkeit, hier auf Google-Konto zu gehen. Da sehen wir, ich bin bereits angemeldet und habe meine Daten schon alle hinterlegt. Wir haben hierüber die Möglichkeit, uns mit einem anderen Konto anzumelden. Wenn noch kein Google-Konto angemeldet ist, haben wir hier direkt die Möglichkeit, das zu tun und können uns entweder eine Google-Mail-Adresse erstellen oder eben mit einer bestehenden schon anmelden. In meinem Fall kann ich jetzt hier auf anderes Konto verwenden gehen, hätte jetzt hier die Möglichkeit, nachdem ich meine Identität über die PIN-Eingabe nochmal bestätigt habe, auf Konto erstellen zu klicken und in dem Fall direkt mein eigenes neues Konto zu erstellen. Ich habe aber bereits eins, deswegen machen wir das jetzt in meinem Fall nicht. Schließen also wieder die Anwendung, kommen auf den Homescreen und machen das Ganze auch einmal für das iPhone. Hier gibt es die sogenannte Apple-ID. Die stellen wir ähnlich wie bei uns gerade über die Einstellungen ein, Handy entsperren, Einstellungen und dann haben wir hier ganz oben die Möglichkeit, unser persönliches Profil auszuwählen. Ich bin jetzt bereits schon angemeldet, deswegen sieht man hier meinen Namen. Darunter sehen wir Apple-ID, iCloud und iTunes. Das sind die verschiedenen Einstellungen, auf die gehen wir aber auch in den nächsten Videos nochmal genauer ein. Tippen wir nun hier drauf, sehen wir hier meine Informationen. Ganz unten haben wir die Möglichkeit, auf Abmelden zu gehen. Dann könnte ich mich mit einem neuen Konto anmelden. In diesem Fall bin ich natürlich schon angemeldet. Andernfalls könnte hier aber auch direkt eine neue Apple-ID erstellt werden. Dazu sind dann einfach der Name und die Anschrift und eben eine Mail-Adresse notwendig und schon hat man seine eigene Apple-ID erstellt. Wichtig ist, sowohl bei Apple-ID als auch beim Google-Konto ein sicheres Passwort zu verwenden, weil man dieses Konto jederzeit eigentlich benötigt und sich immer mal wieder an- oder abmelden muss und es halt auch ein sehr, sehr wichtiges Konto ist. Auf der einen Seite sollte man also ein sicheres Passwort nehmen, das man auf der anderen Seite aber auch nicht vergisst. Also am besten ist irgendwo sicher aufbewahren, wo es niemand findet, außer man selbst. Das war es auch erstmal soweit zu den ersten Schritten, die wir mit unserem Smartphone gehen können. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder.